as the other clan had strayed and disbanded. A merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und hallo zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Es geht weiter mit dem Durchgenudel zum Mark of the Ninja. Nach wie vor ist hier der Martin am Start und wird mit euch das Spiel durchzocken. Okay, kommen wir zurück in den atmosphärischen Teil. Wir sind hier oben auf dem Gebäude verblieben. Was soll denn das mit den Raben hier? Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Zeichen dafür, dass Raben in der Nähe sind. Verstehe ich nicht ganz. Was mir aber vorhin aufgefallen ist, in der Pause hatte ich aus Versehen das Tinder-Träume-Menü aufgerufen und festgestellt, es gibt hier eine Punkteanzahl. Momentan habe ich noch keines dieser Achievements erreicht. Ich hoffe, dass ich hier alles kriege. Ah, genau. Okay. Siegel. Ist klar. Was hätten wir denn da? Lass Azais große Gongs erklingen. Okay. Rette alle Ninjas. Ist kein Problem. Rette Azai. Azai. Ich weiß nicht, wie du heißt. Ohne entdeckt zu werden. Stimme der Hisumo. Das sind dann offenbar die Sachen, die wir hier einsammeln. Das haben wir schon. Die hier offenbar auch. So. Was haben wir hier? Ah, okay. Wir können auch hoch und runter. Und das sind wir. Jetzt habe ich schon gedacht, hier wäre noch etwas. Und das da ist offenbar das finale Ziel. So wie es aussieht. Wenn ich mir jetzt so die Karte angucke, könnte man fast meinen, man könnte hier hoch. Aber das haben wir vorhin ausprobiert. Naja gut. Karte zoomen. Okay, das geht auch. Schön gemacht mit dieser Papiertextur. Doch lange Rede, kurzer Sinn. Zurück zum Spiel. Wir sind hier oben und die sind da unten. Und ich will die Punkte haben, also werde ich wohl jeden erledigen müssen. So wie zu der Frage von vorhin, ob ich die zwei da in der ersten Folge mir auch schnappe. Okay, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wenn ich da runterspringe, das Lärm macht. Darum werde ich runterklettern. Es macht keinen Lärm, zum Glück. Und wir schnappen uns den da. Lautlos. Wohlgemerkt. Oh. Fehlt nur noch, dass ihm wirklich der Kopf abgehackt wird. So, ich glaube, wir brauchen den Gong nicht, oder? Den schnappen wir uns. Auch wenn wir uns träge bewegen, wir bewegen schneller als diese Typen hier. Und dann geht's runter. So. Wunderbar, das hat ja echt gut funktioniert. Einmal hoch bitte. Ich möchte gucken, ob hier oben noch was ist. Jetzt gucke ich gerade mal auf der Karte. Okay. Also wenn das so ins Nichtssagende ausufert, dann ist da offenbar nichts mehr. Wir sind wieder in den heimischen Gefilden, da wo wir uns wohlfühlen, im Untergrund. I scout up ahead. They're taking Ninja as hostages and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Jetzt dachte ich schon, das wäre der erste Gegner hier. Mit Hilfe der Karte kannst du deine Ziele finden. Drücke Tab, um jetzt die Karte anzusehen. Ich drücke Tab. Rette Azai. Jetzt wissen wir auch, wie er vom Namen her ausgesprochen wird. Oh, 500 Punkte fehlen noch. Ist das euer Ernst? Ich ärgere mich ein wenig wegen den zwei Typen am Anfang. Ich überlege ernsthaft, ob ich die nicht doch hätte erledigen sollen. Da geht's nicht runter. So, dann wollen wir mal. Ninjas schwingen sich. Ninjas laufen nicht. Ich hatte gemeint schwingen. Gut. Wir können hoch, wir können runter. Wir checken aus, was hier Sache ist. Das ist aber nicht der Master, oder?
Also, wir haben hier einen Gegner. Ich bin mir aber nicht sicher. Genau, ich bin mir nicht sicher, ob hier hinten noch einer ist. Ich habe einen Gong. Ich kann ihn rauslocken. Hohoho. Nicht die Tür öffnen. Wir gucken mal, was... Wow. Fall und stirb. Der hat jetzt überlebt, oder was? Ja, 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 schnapp ihn. Meine Güte. Dabei... Okay, der reagiert. Das ist gut. Entdeckt. Okay. So war das nicht geplant, aber... Da war ich etwas zu hastig. Aber es ist cool. Es ist cool. Alles cool. Wir machen das wie im echten Leben. Da gibt es keinen Neustart. Da geht das durch wie Butter. Durch wie das Messer durch die Butter. Ich möchte hier konkret sein. Und diesmal prüfen wir die Situation erst vorab. Ich habe den Eindruck, da geht es weiter. Also gehen wir geschickt, wie wir uns ohnehin schon gerade eben auch vorgestellt haben. Und wie wir es natürlich auch unserer Vorstellung gemäß ehrenwürdig praktiziert haben. Erstmal nach unten. Und checken, was hier Sache ist. So, hier ist jetzt aber niemand mehr, ja? Wunderbar. Hallo. Das sind dann Ninjas, die ich retten kann. Halte bis die Entriegelung abgeschlossen. Ist auch so. Alles klar. Dass der Typ gefangen werden konnte, ist mir ein Rätsel. So, man merkt schon, hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt muss man die Situation vorab ein wenig erkunden. Finde ich persönlich sehr cool. Und ich habe 1500 Punkte. Rette Asai ohne... Oh nein! Oh, oh, oh! Verdammt! Jetzt bereue ich es, dass ich keinen Speicherpunkt habe, wie ich es vorhin erwähnt habe. Aber okay. Moment. Lass Asais große Gongs erklingen. Rette alle Ninjas. Sind das die Gongs, die ich da hätte vorhin erklingen lassen können? Weil groß sind die ja nicht. Na, ich laufe jetzt wahrscheinlich nicht zurück, um mir die alle zu holen. Das möchte ich euch jetzt auch nicht antun, aber den hier, den schnappen wir uns. Okay. 2 von 4. Stand das vorhin auch schon da? Ich habe es nicht gesehen. Ich bin ein miserabler Ninja, ich weiß. Da haben wir einen dritten. Vielleicht muss ich nur 4 von mehreren erklingen lassen. Dann hätte ich noch eine reelle Chance. Oh! Da lugt er doch unten durch. Sapperlord. Ja, das geschieht ja recht hier. Wir ziehen dich erstmal da rein. Ich weiß ja immer noch nicht, ob ich die da auch in den Schacht reinziehen kann. Und da haben wir noch einen. This is the end. Du sagst es, mein Freund. Du sagst es. Und den da holen wir uns auch. Tada! Was war denn das gerade für ein Geräusch hier oben, dass er so groß war? Oh, wird da jemand gefoltert? Da sind wir wieder in diesem Gang. Das wird dann wohl der Master sein. Okay, das ist jetzt sehr laut gewesen. Aber ich könnte sie im Grunde auch so ablenken, ne? Wenn man sieht, der schaut da eine Weile durch. Und er verschwindet wieder. Also ich weiß nicht, wie lange er dort bleibt. Man lernt aus seinen Fehlern, Leute. Man lernt aus seinen Fehlern, sage ich da nur.
gehe ich doch mal nach oben. Bevor der... Oh, das sind zwei. Okay. Bevor die uns noch ein Problem werden. Bis wohin gehst du? Du gehst nicht sehr weit. Okay. Moment. Das ist mein Sichtfeld. Oder? Kann man mich sehen? Weil ich hier die rote Farbe habe? Jetzt sieht man mich. Okay. Jetzt war ich gerade irritiert. Also da ist einer unten. Den könnte ich mir schnappen. Oh, ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Was soll das? Da steht ich auch noch zu schießen. Ich glaube, ich spinne. Ja, da hast du recht. Das ist echt nicht... Also mein Meister wird enttäuscht sein. Ach ja. Na, das war aber eine unsanfte Landung. Ich denke mir, ich werde... Nein, ich möchte mich nicht verstecken. Ich werde diese... Okay. Diese Typen hier doch nach unten verfrachten. Müsste zum einen Punkte... Oh, Leute. Ich möchte mich nicht verstecken. Hier jetzt. Gibt Punkte. Und wenn dann noch eine Wache kommt, dann wird er die nicht entdecken. Weil wenn er darüber geht und die nicht entdeckt, also, dann sind das echt schlechte Wachen. So, bevor ich diesen Gong hier ertönen lasse, ich möchte die da oben jetzt nicht unbedingt anlocken. Ich weiß nicht, ob die da auch runterspringen. Der ist offenbar alarmiert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich diese Lampen hier kaputt machen kann. Moment. Na? Genau. Abgelenkt. Ah, wenn ich sie ablenke, kriege ich auch extra Punkte. Ich glaube, ich habe im Tutorial gar nichts mitbekommen. Oje, oje. So. Die fallen runter, alles klar. Na dann hier, wissen wir wo, ne? Bam. Und damit wir auch gleich im Dunkeln sind. Autsch. Das ist wohl der Master. Dann warten wir dann noch einen Moment. Und wusch. Okay, da hätte ich auch von hinten kommen können. Und damit meine ich nicht das, woran ihr unter Umständen denkt. Wir sind hier ein seriöser Kanal. Auch wenn das oftmals nicht den Eindruck hat. Oh, 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 oh. Was hat denn der für eine Lampe? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann ich hier irgendwie hoch? Nein. Okay, die haben alles. Das ist nochmal der gleiche. Wo ist denn der andere? Da war doch noch ein anderer. Okay, die können offenbar ein Fernlicht anmachen. Ah, da habe ich mich wieder in eine Situation gebracht. Wunderbar. Einmalig. Okay, da ist der Winkel ungünstig. Ich möchte ja gerne die Typen da kriegen, ne? So ist das nicht. Ja, da hast du recht. Ich
kann ich den jetzt hier runterziehen? Boah. Ich habe die unterschätzt, die Leute. Okay, da hat er mich zuletzt gesehen. An der Decke kann ich mich nicht entlanghangeln. Ey, dass die hier runterstrahlen, Mensch. Okay, ich weiß schon, wie ich vorgehe. Jetzt hoffe ich, dass er nicht bis nach ganz vorne läuft, oder? So, und zack. Haha, wunderbar. Kann ich den da runterwerfen? Wie das aussieht. Ich hoffe, der sieht den jetzt nicht. Mit seiner riesen Taschenlampe. Kann ich ihn hier runterwerfen? Ja. Ah, okay. Lohnt es sich, sich so zu verstecken? Das sind wohl Taschenlampen, die wirklich nur im 2D-Raum funktionieren. Sehr zu meinem Vorteil. Ansonsten ist der Lösungsweg hier eindeutig, möchte ich behaupten. Komm. Put. Wenn ich ihn jetzt noch von dort hinten kennen könnte, wäre das sehr von Vorteil. Offenbar nicht. Also, wenn ich hier Punkte will, dann muss ich mich wirklich extra verstecken. Wow! Sag mal, bin ich blöd? Oh, bin ich schon tot? Okay, Leute, das war jetzt etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Dass ich mich hier von einer Deckung in die nächste rüberschwingen kann. Das hat mir das Tutorial aber auch nicht gesagt. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Oh, ist das euer Ernst? Müssen wir alles nochmal machen, oder ist das hier unten erledigt? Das ist erledigt. Normalerweise ist es ja nicht von Vorteil, wenn man gespoilert ist. In diesem Fall sehe ich das anders. Das hier ist nicht erledigt. Also hier oben kann ich mich festhalten, aber an der Decke nicht. Alles klar. So, dann nehme ich an, dass hier der Typ noch drin liegt. Genau. Dann holen wir uns den hier. Nix. Komm. Hoch. So. Dann schauen wir mal, ob wir den hier gleich kriegen können. In der Hoffnung, dass ich nicht gleich den Meister automatisch rette. Na, hoch. Stand er nicht gerade noch auf der anderen Seite? Boah, seid ihr Arschlöcher, hey. Da komme ich oben auch rum. Vielleicht ist es sinnvoller, von oben her zu kommen. Oh. Ich vergesse immer wieder, dass es so große Schallwellen hinter sich zieht. Hinter sich herzieht. Pardon. Jetzt müsste ich wissen, ob ich die von hier unten catchen kann. Das wäre nämlich sehr von Vorteil. Ich habe meine Zweifel. Ich will es nicht riskieren. Ja klar, was auch sonst. Gucken wir uns mal an, was der jetzt hier macht. Der steht wieder an seiner Ausgangsposition. Das ist gut.
Ja, ein wenig tricky. Oder ich stelle mich besonders dämlich an. Natürlich zu eurem Vergnügen. Ne? Um die Spannung ins Unermessliche zu treiben. Oh. Manchmal ist er mir etwas zu flink. Also gut, von denen wissen wir hier, keine Aufmerksamkeit erregen. Sonst kriegen die eher großen... Sonst holen sie eher großen raus, ne? Oh, jetzt der gleiche Fehler noch einmal. Ich habe doch die Anzeige... Ich habe doch da die Anzeige bekommen für diesen Kill. Oder nicht? Also ich meine, das habt ihr doch wohl auch gesehen, oder? Wahrscheinlich stand ich wieder zu nahe da dran. Rette alle Ninja 3 von 4, dann scheint das der letzte zu sein. Wenn es nicht unbedingt der Meister ist. Und da haben wir diese Typen hier. Okay. So, du hier. Bringst mir Punkte. Danke. Das hier werden wir mal machen. Und den hier auch. Erfreulicherweise hat es niemand mitbekommen. Ach, Entschuldigung. Geschickterweise hat es niemand mitbekommen. No, sind wir uns einig. So, jetzt wo wir wissen, dass wir hier nicht entdeckt werden und dass wir von einer Tarnung zur anderen rüber switchen können. Mal schauen, ob uns das was bringt. Fällt gerade auf, dass mein Mauszeiger ziemlich groß ist. So, die schnapp ich mir. Gilt das hier schon versteckt? Nein. Dann holen wir uns die Punkte. Ich habe sie nämlich, glaube ich, bitter nötig. Wunderbar. Alles klar. Ob dem Typen da oben auffällt, dass sein Partner weg ist? So. Ich möchte hier warten. Ich spreche dir aus Erfahrung. Schöne Aussicht, nicht wahr? Ja. So am nächtlichen Himmel. Da stirbt es sich schön. Was, du glaubst mir nicht? Ich werde dich überzeugen, pass auf. Ich habe 200 Punkte verschenkt, weil ich mich bei dem anderen nicht versteckt habe. Kommt genug, es nochmal zu machen, möchte ich fast behaupten. Oh, jetzt geht der schon wieder los. Junge! Vorhin hat er mich aber bei einem Schuss erledigt. Das finde ich jetzt nicht so geschickt, ehrlich gesagt. Man müsste hier ein bisschen besser selektieren können, was man denn machen will. Will man sich verstecken? Will man einen Gegner erwischen? Das ist ein bisschen... Oder ich raus noch nicht ganz. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte da... Nein, nein, du sollst den runterwerfen. Ich hätte gedacht, ich hätte... E gedrückt? Zum... aus der Deckung hervorgehen und nicht zum Wechseln der Deckung. Schwere Schritte. So, jetzt gucke ich mal. Also, ich möchte hier weg. Okay. Wenn ich eine Richtungstaste drücke, no, dann wechselt er hier. Alles klar. Und in die Richtung, wo ich gucke,
Da geht er dann auch entsprechend raus. Alles klar. Gut. Dann weiß ich das jetzt auch. Dann sollte sich das nicht wiederholen. Was haben wir hier? Oh, ich will es nicht riskieren, dass ich jetzt wieder jemanden hier auf mich aufmerksam mache. Ach so, okay. Ja, rechte Maustaste. Okay, dann kann ich das hier offenbar direkt anwählen. Alles klar. So. Erstmal die Gegend checken. Da ist eine Luke. Da ist eine Luke. Das würde ich sagen, ist ein großer Gong. Und da ist schon der nächste Gegner. Das ist doch ein großer Gong, oder? Das kriege ich aber nicht angezeigt. Oder Moment. So kriege ich es angezeigt, ja. Er dürfte es also nicht hören. Knapp, nicht hören. So. Dann ist hier noch einer. Okay, das sind die kleinen Gonge. Genau, jetzt haben wir noch den da unten. Das sind aber zwei. Und der ist natürlich alarmiert. Ist logisch, ne? Ich meine, dafür habe ich vorhin gekonnt gesorgt. Ah, guck mal. Ich weiß schon, wie das geht. So. Jetzt ist es natürlich eine Frage des Timings, denn die Dinger haben auch eine Flugweite oder vielmehr eine Flugdauer und ich hoffe, dass sie jetzt schnell genug sind. Fliegt und killt. Wunderbar. Also wenn das nicht gekonnt war, dann haben wir hier noch einen. Siegel vervollständigt. Wunderbar. Alles klar. Das da ignorieren wir mal. Wer braucht das schon? So, die verstecke ich noch. Nein, ich möchte die hier verstecken. Kann ich die da drin verstecken? Nein. Wunderbar. Und da komme ich dann unten raus. Das da unten haben wir gemacht. Also weiter zum nächsten Trakt. Wobei sich hier mal wieder idealerweise anbieten würde, einen Cut zu machen. Und ich sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis auf dann und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Game Inc. mit dem neuen Durchgenudelt. Mark of the Ninja.